Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Servus damit rein. Zusammen. Servus. Ja, nach der ersten Winterpause, naja, etwas unfreiwillig, muss der FC Bayern... Dieter, jetzt aber einen Flachen gebracht, ne? Gut drauf, wohl, Dieter. Bayern morgen wieder ran bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Willkommen zur Medienrunde. Mit Thomas Tuchel wie gewohnt und auch wie gewohnt die erste Frage von Torben Hoffmann für Sky, bitte. Torben. Thomas, war es so Pflicht sage ich schon, Fluch oder Segen jetzt mit dem Ausfall Union Berlin? 10 Tage jetzt eben nicht im Spielrhythmus gewesen und wie schätzt du den Gegner Eintracht Frankfurt ein, die unter der Woche ja genau wie ihr in Saarbrücken auch... Ja. Souverän 2:0 verloren, ne? Gegen Saarbrücken. Läuft. Weiß ich jetzt gar nicht genau, Fluch oder Segen. Es war sehr ungewöhnlich, so lange Zeit zu haben. Und eigentlich feuerfrei, ne? Eigentlich in einer Phase, wo... Eine Phase, wo... Bäm! Alle 3 Tage, Spiel auf Spiel, Reise auf Reise. Und jetzt erstmal so, 10 Tage chillig. Bedeutet natürlich für uns, also ich erwarte 110%. Mindestens 110 am Samstag, wenn nicht mehr. Also... Die Spieler sollten alle mehr als fit sein, sollten ausgeruht sein, vom Kopf wie körperlich. Also ich erwarte, dass du Frankfurt wegbämst. Ich sag's euch, wie es ist, Alter. Du so am Limit bist mit Reisen und gar nicht mehr trainierst, plötzlich eine ganze Trainingswoche zu haben. Die Platzwarte und alle Helfer haben großartige Arbeit geleistet, dass wir ab Dienstag wirklich auf perfekten Bedingungen auch wieder trainieren konnten. Sieht man ja auch, während außenrum immer noch alles verschneit und vereist ist. So, deshalb erstmal ein großes Dankeschön und dickes Kompliment. Danke dafür. Und dann haben wir jetzt wirklich versucht, wir wollten eigentlich gegen den Union schon nochmal eine Schippe drauflegen in der jetzigen Phase der Saison und nochmal in Aggressivität und Invest auch nochmal. Waren dafür eigentlich auch bereit, bis am Freitag dann alles zusammengebrochen ist vor lauter Schnee. Und jetzt war die Aufgabe schon, Spannungsbogen zu halten. Es war sehr, sehr ungewöhnlich, aber die Dinge, die man nicht verändern kann, da lohnt es sich auch nicht groß drüber zu philosophieren, ob das jetzt Vor- oder Nachteil ist. Es ist, wie es ist und wir wollen morgen dann den nächsten Schritt gehen und unbedingt auch auf Sieg spielen und gewinnen und haben schon versucht, dementsprechend die Woche zu nutzen, auch intensiv und aggressiv zu trainieren. Das haben wir auch gemacht auf einem sehr hohen Niveau. Und jetzt gilt es, das morgen in morgen umzusetzen, ne? Frankfurt auf den Platz zu bringen, weil wenn ich Frankfurt anschaue und analysiere, ich persönlich sehe ich die 4 Niederlagen nicht, die sie da jetzt natürlich erlitten haben. Und das ist wahrscheinlich aus ihrer Sicht extrem auch unbefriedigend und nie schön, so eine Niederlagenserie, aber ich sehe es inhaltlich nicht. Also ich sehe eine sehr gute Mannschaft, ich sehe eine sehr schnelle Mannschaft, eine sehr flexible Mannschaft, klare Handschrift. Es ist attraktiver Fußball, technischer Fußball. Sie sind sehr flexibel, sie attackieren manchmal mit 5 Leuten, manchmal mit 6 Leuten in der gegnerischen Hälfte. Sie können tief verteidigen, kontern, sie können... Das hört sich ja schon mal gut an. Haben wir ja gezeigt, wie gut wir damit umgehen können gegen Galatasaray. Ja, zwischen Viererkette, Fünferkette wechseln. Das passiert teilweise im Spiel auch fließend. Also das, was wir analysieren und was wir sehen, passt nicht zu den letzten Ergebnissen. Ich hoffe, dass ich das dann auch ab heute wirklich an die Mannschaft rüberkriege. Das ist normalerweise so, dass sie mir dann auch hoffentlich vertrauen und wir nicht den Schwerpunkt darauf haben, wie die letzten Ergebnisse sind, sondern das, was tatsächlich passiert. Und dann wartet ein schweres Spiel auf uns, viel Arbeit vor uns. Aber wir sollten bereit sein, den Invest dann wirklich auch zu machen. Fertig? Alles beantwortet, oder? Versuchen wir es noch einmal. Nikolas Lindner für die Monolog. Servus, Herr Tuchel. Servus. Beim Gegner bei Frankfurt sitzt mit Dino Topmüller jemand auf der Bank, der Bayern sehr gut kennt, der hier Erfahrungen gemacht hat einige Zeit. Der galt als Co-Trainer von Julian Nagelsmann so ein bisschen als Spielerflüsterer, also als jemand, der zur Mannschaft einen sehr engen Draht hatte. Ist das aus Ihrer Sicht vielleicht ein Vorteil für die Eintracht in der Vorbereitung auf das Spiel? Er kennt mit Sicherheit die Spieler sehr gut. So viele Wechsel hat es nicht gegeben.
Und dann wird er sich auch die Mühe machen, unsere letzten Spiele natürlich anzuschauen und zu analysieren. Dann, klar, das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Wir können nicht alle draußen. Würdest du jetzt sagen, das ist ein Riesenvorteil oder was? Dann weißt du, wie der und der Spieler tickt oder was? Lassen, die mit ihm gearbeitet haben, weil dann haben wir keine Mannschaft mehr. Und das gehört dazu. Also, der, wie gesagt, ich finde, die Handschrift ist klar erkennbar, der Stil ist klar erkennbar. Es fehlt gerade an Ergebnissen, aber wir konnten das so in der Spielanalyse nicht sehen. Das spricht ganz klar für ihn. Ich habe hier jetzt auch eigentlich nur positives Feedback über ihn gehört von allen Leuten, vom Staff und von den Spielern. Deshalb ist doch gut, dass er da seinen Weg macht und er wird uns das Leben mit Sicherheit versuchen, sehr schwer zu machen. Nebendran Christian Kunz für die DPA. Hallo. Wie sieht es personell aus und wie ist der Comeback-Plan für Musiala? Ist im Kader, wenn jetzt ein Abschlusstraining klar und der Vorbehalt, dass nichts passiert, ist schon mal im Kader. Mit Sicherheit nicht 90 Minuten und dann werden wir entscheiden, ob er startet oder das Spiel für uns beendet. Und ansonsten sind außer Matthijs de Ligt und Bounassar, würde ich sagen, alle im Kader. Dann hier auf der rechten Seite Vincent Tschirpke für TZ und Merkur. Hallo Herr Tuchel, Sie haben ja jetzt beim FC Bayern Brian Zaragoza verpflichtet. Können Sie was zum Spieler sagen, wie Sie mit ihm planen und was das für die anderen Flügelspieler bedeutet? Für die anderen wen? Flügelspieler. Neue Konkurrenz. Gar nichts, bedeutet gar nichts. Aber Konkurrenz. Wir haben einen sehr jungen, sehr, sehr hungrigen Spieler verpflichtet. Na, so jung ist er auch nicht mehr. 22, oder nicht? Also sehr, sehr jung ist er jetzt nicht mehr. Ein bisschen Spätstarter in seiner Karriere. Aber klar, mit 22 bist du noch jung. Aber ist jetzt halt so im Verhältnis kein 17-jähriger oder 18-jähriger Tell. Karriere und sehr selbstbewusst und ein guter Dribbler. 1 gegen 1, sehr schnell. Das wird uns mit Sicherheit gut tun, da mal wieder ein bisschen noch mal ein bisschen Konkurrenz zu haben. Und weil ich persönlich sehe Tell jetzt nicht als Außen, als Flügelstürmer. Klar kann er sich dahin entwickeln, aber ansonsten, Gnabry hat im Moment kein Leistungsniveau für den FC Bayern. Coman auch sehr schwankend, von daher ist das schon gut, wenn wir in der neuen Saison da mal ein bisschen Frische reinkriegen, wenn ihr auch mal wieder ein bisschen Druck ausübt und so weiter. Ich denke, das ist eine gute Sache. Das ist eigentlich das, was ihn beschreibt und hat viel Hunger, viel Selbstvertrauen und das ist das, was wir dazu bekommen, das, was wir unbedingt wollten. Da sind wir sehr glücklich darüber, dass er sich für uns entschieden hat. Nicolas Lehner nochmal, ja. Herr Tuchel, Sie hatten vor einigen Wochen gesagt, dass Sie eigentlich gar kein Bedürfnis haben, sich privat mit TV-Experten zu treffen. Jetzt ist ein Bild ans Und ist ein Bild aufgetaucht, dass du mit einem Schweini zusammensaßt und eine Stunde geredet hast. Wie passt das denn zusammen? Tageslicht kommt, Foto ans Tageslicht gekommen. Da kann wieder nur von der Bild kommen, so ein dummer Scheiß, oder? Wo Sie sich mit Bastian Schweinsteiger getroffen haben, auch TV-Experte. Ja. Ist natürlich die Frage, wieso haben Sie bei ihm die Ausnahme gemacht und ist es vielleicht jemand, den Sie sich beim FC Bayern in irgendeiner Funktion vorstellen könnten? Nee, mit Basti, also war es immer schön, mich auszutauschen, als ich noch Trainer in Mainz war und er Spieler bei Bayern. Das war jedes Mal, wenn wir irgendwie gegeneinander gespielt haben, hatten wir 5 Minuten oder 10 Minuten gefunden, um uns auszutauschen. Es war immer lustig vor allem, weil er natürlich ein Schlitzer ist und guten Humor hat. Und dann haben wir uns jetzt nochmal getroffen in einer Länderspielpause zufällig, weil wir am gleichen Ort waren im Ausland. Und sind eigentlich schon länger immer in Kontakt, lose im Kontakt. Jetzt hat sich die Möglichkeit gegeben für, wie Sie ja gesehen haben, für ein Treffen und ein Abendessen und ein Getränk. Und das macht einfach Spaß, aber das ist sehr freundschaftlich. Das hat mit seiner Tätigkeit als TV-Experte nichts zu tun. Wie Sie ja richtig in dem Artikel dann auch geschlussfolgert haben, ist ja für... Was? Tuchel liest Artikel? Was ist denn da los? Ich dachte, wir lesen nichts.
DFB-Pokal der Experte, da sind wir leider nicht mehr dabei. Aber ich schätze Basti sehr schon immer, seine Art, und er macht für mich einen Eindruck, als wäre er sehr glücklich in seinem aktuellen Leben und sehr, sehr im Reinen mit sich selber. Deshalb ist es eine große Freude, mit ihm zu sprechen, weil es ist einfach positiv, eine wahnsinnige Erfahrung. Tauscht sich über Fußball aus, geht dann extrem wenig um FC Bayern, auch wenn Sie sich das vielleicht nicht vorstellen können. Es geht um Fußball allgemein, und er hat einen reichen Erfahrungsschatz, und es ist immer lustig, mit ihm zu quatschen. Und deshalb haben wir heute das gemacht, aber ist eigentlich kein Thema für die Pressekonferenz. Ja. So sieht's aus, Alter. Aber ja, was willst du erwarten? Ist halt Bild-Zeitung, Alter. Machen wir noch zwei Fragen, bitte. Christian Kunz nochmal. Haben Sie am Sonntag Lust und Zeit, sich das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen? Ja, das werde ich mir, glaube ich, auch mal reinziehen. Also, wenn ich die Zeit finde, werde ich es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich denke, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. In Ruhe anzuschauen, oder verbringen Sie lieber den zweiten Advent dann mit der Familie? Ich schaue extrem viel Fußball, und ich werde auch Stuttgart-Leverkusen schauen. Natürlich alleine schon aus dem Grund, weil wir dann auch gegen Stuttgart spielen. Ja. Stuttgart auch gegen Dortmund jetzt gesehen. Zwei sehr starke Mannschaften, sehr klare Mannschaften in dem, was sie in ihrer Handschrift, in dem, was sie da machen. Sehr, sehr sauber in dem, was sie machen. Sehr klar in den Abläufen und sehr stabil und auf einem sehr hohen Niveau. Beide Mannschaften stehen absolut verdient da, wo sie im Moment stehen. Und es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, in das ich auf jeden Fall reinschauen werde. Und das ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Wir müssen zuerst mal jetzt natürlich morgen spielen, und dann ist Sonntagvormittag auch Training. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall an, und bin gespannt. Und dann haben wir eh nochmal großen Brocken vor uns am Sonntag hier gegen VfB zu Hause. Dann Mario Krischel für den Kicker. Herr Tuchel, Sie haben eben gesagt, dass Sie noch nicht wissen, ob das Fluch oder Segen war, diese Pause. Wie haben Sie es denn bei den Spielern wahrgenommen? Wenn ich an Min-Jae Kim denke zum Beispiel, dem wird ja wahrscheinlich die Pause nicht geschadet haben, oder? Ja, absolut. Wahrscheinlich denkt man so. Ne? Ich meine, wir hatten ja aus meiner Sicht auch zu Recht ein paar Bedenken geäußert für das Freitag-Auswärtsspiel in Köln. Und dann haben wir uns selber widerlegt, wie Sie ja dann richtig gesagt haben. Die waren ja gar nicht. Wir haben uns widerlegt. Du hast dich widerlegt, Alter. Du hast die ganze von Anfang der Saison darauf rumgeritten, Blasitz, Belastung und so weiter, und hast dich dann in Köln komplett lächerlich gemacht. Muss man leider so klar sagen. Also da muss man jetzt nicht mehr von irgendeiner Belastung quatschen, Alter. Der Zug ist abgefahren. Gar nicht müde, wir waren eigentlich sehr frisch. Das ist halt so, gegen Kopenhagen zu Hause haben wir dann plötzlich ein paar Tage später müde gewirkt. Nein, wie ist das nur passiert? Ich denke, dass den Punkt, den ich da auch benannt habe, der ist einfach so. Es ist an der Grenze, und manchmal ist es sogar dann nochmal besser. Du bleibst, obwohl du übermüdet bist, obwohl du gerade vom Reisen kommst, du überwindest dich dann nochmal an so einem Freitagabend, und plötzlich haben wir dann 4 Tage Pause gehabt, glaube ich, zum nächsten Spiel. Und dadurch über freie Zeit, über Ruhe und so weiter, kriegt dann die Müdigkeit erst recht in dich rein. Deshalb haben wir... Weiß ich nicht. Gut, wir können das natürlich von außen nicht so beurteilen. Er kann das schon ein bisschen besser beurteilen, aber für mich war das jetzt kein Unterschied. Die zweite Halbzeit in Köln, Kopenhagen war 1:1 Kopie, das ganze Spiel, wie die zweite Halbzeit in Köln war. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Klar kann man das jetzt auf die Müdigkeit schieben, I don't know. Ich persönlich fühle das nicht. Aber gut, die sind natürlich da näher dran und können das natürlich besser beurteilen. Von daher nehmen wir das mal so mit. Ne? Auch die Ansprache war sehr direkt, und die war sehr auffordernd in dieser Woche. Wir wollten auf jeden Fall, dass niemand einschläft. So waren auch die Trainingsinhalte. Haben das Gewinnen und den Wettbewerb in den Mittelpunkt gestellt, auch in dieser Woche, zu ein paar taktischen Überlegungen. Aber der Schwerpunkt war immer auf dem Gewinnen, war immer auf dem Wettkampf. Und wir haben eine sehr gute Trainingswoche gemacht. Insgesamt war die Stimmung gut und Lust war da, das auch anzunehmen. Und wir brauchen das auch morgen auswärts in Frankfurt. Ich glaube, das weiß jeder meiner Spieler. Und die es jetzt zum ersten Mal spielen, werden es von den anderen hören. Das ist Da müssen wir brennen. Brennen müssen wir da.
Es ist einfach eine sehr emotionale Atmosphäre, vor allem wenn Bayern kommt nach Frankfurt. Da erwarten wir nichts anderes, als dass Frankfurt auch am obersten Level spielt und die ihr Team pushen, die Fans ihr Team pushen an eine emotionale Atmosphäre, ein emotionales Spiel, aggressives Spiel. Dafür müssen wir unbedingt bereit sein. Das ist natürlich für eine Mannschaft und ein Trainerteam und für uns alle, die gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen. Und du denkst dann, du hast ein Gefühl dafür, was gerade los ist. Das hast du natürlich jetzt nicht. Es ist jetzt so viel Zeit dazwischen. Es waren ein paar zwungene freie Tage, dann eine lange Trainingswoche. Dann weißt du nicht mehr so 100%, wo du stehst. Und dazwischen hast du dadurch, dass so viele Spiele sind, hast du eigentlich immer das Gefühl, dass du eng dran bist und es vorhersagen kannst. Stimmt auch nicht immer, aber du hast wenigstens das Gefühl. Deshalb heute noch mal eine kurze Einheit, dann Reise nach Frankfurt und morgen werden wir es beweisen müssen. Dann haben wir es für heute. Danke, bis morgen. Servus. Perfektes Ende, perfekter Schlusssatz. Joa, war jetzt nicht viel Informatives, denke ich. Die Schweinsteiger-Story da, keine Ahnung. Ja. Ja, da muss man immer so viel Zeug auf irgendwelche Hintergründe legen oder was. Die haben sich halt getroffen, haben ein bisschen geschnackt, ist alles gut. Ansonsten, wir haben es gehört, alles ist fit. Musiala wird wahrscheinlich eine Halbzeit spielen können oder 30 Minuten oder sowas. Ansonsten ist alles fit, bis auf Bounassar und De Ligt. Ja, hört sich doch mal ganz gut an. Ja, von daher wird es eine Standardaufstellung geben. Aber wenn alles fit ist und so weiter, kann man das auch ruhigen Gewissens tun, denke ich. Wir gucken uns jetzt gleich mal im Taktikfuchs an, wie ich aufstellen würde gegen Eintracht Frankfurt. Wenn das interessiert, kann sich das angucken. Alle anderen wünsche ich rot-weiße Grüße. Ein schönes Spiel gegen Frankfurt. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich erwarte von unserer Mannschaft von der ersten Minute an Vollgas. Ja, das waren jetzt 10 Tage, es gibt keine Ausreden. Es sollten alle mental und körperlich fit sein und von daher feuerfrei. In diesem Sinne, tschüssi.